Okay, erstmal den ersten mit dem versprochenen Deck-Feature. Jetzt zeige ich euch mal das Deck, das ich auf der YCS Bochum gespielt habe. Ich bin mit Tag 1 6-1-1 gegangen, das heißt 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Lost. Und habe dann leider Tag 2 verkackt, weil ich ein bisschen besoffen war und ein bisschen Pech hatte. So, fangen wir an mit dem Main Deck und den Monstern. Ich habe einen Karakuri Wachhund Saisan gespielt. Einen Solaro Windjammer, den fand ich aber schlecht, den würde ich kicken. Den hat davor der Typ in Miami dreimal gespielt, da habe ich gedacht, einen kann ich auch mal testen. Zwei Effektweiler, zweimal Karakuri Nisamu, der war sehr gut, davon würde ich eventuell einen dritten reinpacken. Der gibt Konstanz, ist der Recruiter des Decks, holt dir den Level 3 Turn aus dem Deck, wenn du ihn brauchst, oder stallt einfach ein bisschen und kauft dir Zeit. Dann zweimal Karakuri Strategin Nishipachi, ein Level 3 Tuner, switcht sich selber, damit ich für Buraido oder Anatomie ziehen kann. Und sagen wir praktisch. Dann dreimal Karakuri Komachi Ninishi. Die ist einfach der beste Level 3 Tuner, weil sie direkt einen Non-Tuner in sich zusätzlich normal beschwören kann und man dann direkt auspacken kann. Und außerdem hat sie 1-9 Def und ist sehr flexibel. Und man kann sie mit 0 ATK Maschinen duplizieren. Das ist auch sehr wichtig. Dann habe ich dreimal Karakuri Ninja Quick gespielt. Ist auch sehr coole Karte, vor allem im momentanen Metagame, wenn öfters mal kleine Monster liegen bleiben, hilft er mir öfters mal einfach noch mehr auszupacken oder überhaupt erst anzufangen auszupacken, weil ich über was drüber renne, den Level 3-Tuner oder Level 4-Tuner wiederhole und dann anfange meine Combo auszupacken. Dann habe ich drei Karakuri Merchants gespielt. Davon habe ich den dritten leider geliehen gehabt, also falls jemand noch einen Karakuri Merchant hat, ich brauche noch einen. Die ist einfach sehr flexibel, sucht mir die ganzen Karakuri-Zauberkarten, ist allgemein wichtig fürs Deck, weil du Konstanz hast, außerdem ist die Level 2 Non-Tuner, das heißt man kann mit dem Level 3 oder Level 4 Tuner auf die Naturia-Synchros zugreifen, Naturia Beast zum Barkion und ja, einfach eine sehr gute Karte an sich. Und die macht einfach plus 1 bei der Show. Das waren die Monster. Dann habe ich an Zauberkarten gespielt, zweimal den Geldspeicher, zweimal Aufbau. Aufbau würde ich eventuell jetzt eine dritte reintun. Die kam sehr, sehr gut. Immer zwei gezogen oder eine MST gefangen. Und allgemein gibt sie viel Konstanz. Ist zwar ein bisschen langsamer als so ein Speedbuild wie in Miami, aber mir taugt es. Dann habe ich drei Instant Fusion gespielt. Instant Fusion war sehr wichtig in dem Deck, weil man dafür den Level 5 Non-Tuner, den Cybersaurier aus dem Extra Expansion kann, um die Combo zu starten. Und auch wenn ich mal zwei auf der Hand hatte, war es nicht ganz so schlimm, weil ich eben dann einfach die zweite gesettet habe, sie zerschießen lassen habe oder im nächsten Zug rotiere. Gut, dann weiter geht's mit zwei MSTs. Den dritten hatte ich im Side. Ein Storm, ein Hole, ein Reborn, ein Limiter, ein Machine Duplication, ein Pot of Iris und eine Mind Control. Die Mind Control lief sehr praktisch, weil ich damit so Sachen wie Rayo entsorgen konnte, öfters mal im Manifest 2 noch einen Stardust machen konnte, wenn ich einen Level 4 Tuner nach meiner Combo beschworen habe und Rayo geklaut hatte oder so. Allgemein entsorgt sie nerviges Zeug. Ich habe damit auch sehr viele Megalos geklaut und Big Eye rausgehauen mit einem Level 7 Synchro. Also die ist äußerst flexibel, gefällt mir sehr gut. Machine Duplication lief auch bombastisch, immer wenn ich die aktiviert habe, habe ich das Spiel gewonnen. Das waren die Zauberkarten. Dann geht es weiter mit den Fallen. Da habe ich erstmal die drei Standard Solemns gespielt. Zwei Warnings, ein Judgment. Dann zwei Compulsory, weil ich sie zurzeit einfach todesflexibel finde und sie Synchros und Extra Disease entfernt. Und sie dann alles chainen kann. Dann habe ich noch zwei Mirror Force gespielt, einfach weil keiner damit rechnet. Das ist übrigens eine coole angemalte Mirror Force. Und die Mirror Force allgemein richtig stark in solchen Decks kommt, wo ich dann zum Beispiel Natural Beast schützen kann oder der Gegner einfach den Miami-Build im Kopf hat. Und der Miami-Build hat der New Decrease gespielt, dann fühlt er sich immer sicher. Es sind vier, glaube ich, vier Mal die Situation, dass die Mirror Force drei oder mehr Monster gekillt hat, weil der Gegner einfach sich so sicher war, dass ich den Miami-Build entdeckt habe und ich keine Spiele. Dann habe ich noch eine Starlight Road gespielt, die war die beste Karte überhaupt, die hat im Alleingang mehrere Spiele entschieden. Einfach sowohl defensiv, falls der Gegner Hole hatte, um mein Feld zu zerstören, nachdem ich die Combo ausgepackt habe, als auch offensiv, wenn ich die Combo auspacken wollte und der Torrential oder Mirror Force dafür hatte. Konnte ich immer sicher durchrushen. So, das war das Main Deck. Dann machen wir mal weiter mit dem Side Deck. Im Side Deck habe ich gespielt einen Breakthrough Skill. Das würde ich gerne mehr spielen, weil ich gegen Rabbit echt sonst öfters mal ein schlechtes Matchup hatte und
ein bisschen Probleme hatte. Die tötet Rabbit einfach mal Eingang. Finde ich allgemein eine coole Karte. Sehr flexibel. Sehr schönes Artwork. Fällt mir echt gut. Zwei Cyber Dragons. Fürs Mirror Match für Gilgia gegen Anti. Auch gegen Mermail, wenn ich den Riss reingebaut habe, einfach, dass ich mehr Beatsticks habe. Dann Handtraps-mäßig eine Puppenpflanze und zwei Max 10. Puppenpflanze hauptsächlich für Samu und Prophecy Matchup und Max 10 für Windup, Mermail und so weiter. Dann drei Fishers, hauptsächlich für Darkwood und Mermail. Dritte MST gegen defensiven Scheiß, gegen Rabbit, gegen möglicherweise Chainburner, gegen was weiß ich was alles. Dann drei Decrees. Decrees vor allem gegen Windup, weil die Windup-Builds von Miami sehr viele Traps gespielt haben. Und Decree, und auch gegen Firefist, weil Firefist einfach von Decree gefickt wird. Decree, Natural Beast, Set, Go. Game. Gut. Zwei Thunderkings noch, weil sie allgemein als Zweck-Removal für alle möglichen Synchros und Exceed sind, wenn sie schon liegen. Und weil sie einfach die Prophecy und Mermel Aufbaustrategie stören, dass sie einfach nicht, auf die, nicht in, die Lage, in der Lage sind, ihr ganzes Zeug zusammenzusuchen. So, das war das Side. Side war eigentlich wahrscheinlich recht zufrieden damit. Dann mein Extra. Habe ich zwei Bureido gespielt mit 2.8er Draw Engine. Sehr stark. Kann man nicht mehr viel dazu sagen. Dann 3 Burei. Komme ich leichter drauf, weil ich viele 3-Tuner und nur eine 4-Tuner spiele. Aber auch sehr, sehr stark. Kann man sich nicht drüber beschweren, hat mir gut gefallen. Dann Beast und Barkion. Vor allem das Beast hat mir viele Spiele einfach so gewonnen. Kann man drüber streiten, aber ich finde Karakuri ohne Naturia sind keine richtigen Karakuris. Dann ein Scrap Dragon und ein Stardust Dragon für Road und einfach als Removal für alles Mögliche. Ein Black Rose, der kann auch öfters mal einfach gut. Ein Katastor, der kann natürlich sehr gut. Manchmal sogar einfach nur, um die Combo raushauen zu können, indem ich weiter synchronisiere. Dann zwei Cybersaurier auf 3 Instant-Fusion hat vollkommen gereicht. Ich habe nie einen dritten gebraucht. Eine Zen Mains und ein Big Eye. Big Eye, krasseste Karte überhaupt. Die hat so viel Plus gemacht. Die hat so viele Spiele entschieden. Die war richtig gut. Wenn da noch einer ein zweites hat, brauche ich auch noch. Big Eye, sehr, sehr gesucht gerade bei mir. Jo, das war mein Deck aus Bochum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen dazu habt, schreibt es in die Kommentare.